Herzlich willkommen bei Burning Feet Adventures. Heute haben wir uns den Verführer aus der Motorradschmiede Falkensee ausgeliehen. Der Steffen war so nett und hat uns sein Motorrad zur Verfügung gestellt. Und wir wollen heute mal die neue Yamaha Tenere 700 in der World Rate Version testen. Und schauen, ob die World Rate eine Konkurrenz zu meiner Standard Yamaha Tenere aus 2019 darstellen kann. Ich habe mir schon mal einen kleinen Spickzettel gemacht und gestern rausgeschrieben, was die neue WR im Vergleich zur 2019er Version jetzt verändert hat. Und wir waren auch gerade schon auf der kleinen Crossstrecke bei Wustermark, sind jetzt ein paar Feldwege gefahren, sind ein bisschen Landstraße, ein bisschen Autobahn, haben von allen etwas gemacht, sodass ich jetzt erstmal den groben Überblick habe. Viel mehr auffällig ist natürlich bei der Yamaha, wenn man sich jetzt einfach mal die Optik betrachtet, der große Tank, der dazugekommen ist. Statt den 16 Litern fasst die Yamaha jetzt 23 Liter und das Ganze baut natürlich ziemlich weit auf. Das merkt man auch, im Gelände ist das eigentlich für mich kein Problem gewesen. Also primär im Sitzen gibt es da Probleme mit dem Knieschluss und man fährt schon ziemlich breit. Ich bin 1,90 Meter, hatte jetzt Knieorthesen an, habe Enduro-Stiefel an und dementsprechend ist das natürlich für mich im Vergleich zur 2019er Version ein klarer Nachteil. Die Reichweite dementsprechend ist natürlich ein großer Vorteil, aber wann fährt man diese 500 Kilometer, die von Yamaha angegeben sind, wirklich aus? Wir waren jetzt in Georgien unterwegs. Wenn ihr Lust habt, ich verlinke einmal das Video ganz oben in der Ecke. Das waren 8.500 Kilometer und wir haben es geschafft, das Motorrad. Wir waren mit zwei Tenerés unterwegs. Wir haben es einmal geschafft, die Motorräder leer zu fahren. Das war aber unsere eigene Schuld, indem wir halt die Tankstelle missachtet haben, beziehungsweise dachten, wir schaffen auch 110 Kilometer mit der Reserve. Das ist natürlich Blödsinn im Gelände. Ja, dementsprechend 23 Liter ist ein nice to have. Viele haben darauf gewartet, viele haben darauf gedrängt. Yamaha hat die Gebete erhört und den 23 Liter Tank montiert. Im Endeffekt, ich persönlich, für mich wäre es kein Kaufkriterium. Ich komme mit dem 16 Liter Tank wunderbar zurecht. Wenn ihr euch jetzt die Silhouette des Motorrads anschaut, sieht man eindeutig, dass der Tank tiefer gekommen ist. Dementsprechend sind die jetzt 23 Liter, also die 6 Liter, 7 Liter mehr Sprit gut verteilt. Und laut Yamaha zumindest soll sich dadurch der Schwerpunkt nicht verändern. Das Motorrad ist jetzt vollgetankt, also komplett bis oben hin ran voll. So haben wir es übernommen und sind damit auch gleich ins Gelände gefahren. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass der Schwerpunkt im Vergleich zu meinem Motorrad deutlich höher ist oder schlechter ist. Es war im Handling eigentlich kein Unterschied festzustellen. Für den stolzen Aufpreis hat Yamaha dem Motorrad auch einen Lenkungsdämpfer von Öhlins spendiert. Den Lenkungsdämpfer haben wir jetzt komplett zugedreht, also er ist jetzt komplett auf hart eingestellt und man hat das natürlich gemerkt im Gelände, gerade im weichen Sand und wenn mal einige Wurzeln dazu kamen. Aber man muss natürlich sagen, der große limitierende Faktor bei dem Motorrad heute waren wieder mal die Pirelli Scorpion Rally STR. Dieser Reifen ist für mich eigentlich für Leute, die regelmäßig ins Gelände fahren, der totale Super-GAU, also überhaupt nicht zu gebrauchen. Gerade wenn es ein bisschen feuchter wird, nasse Wiesen dazukommen, dann ist das super, super gefährlich. Also wer mit dem Motorrad wirklich was anfangen möchte, fährt entweder die Reifen runter oder macht es ganz clever, kauft das Motorrad, zieht die Reifen runter, kauft sich vernünftige Reifen, zum Beispiel die Heidener Ranger oder die Anarchy Wild oder die E09 Dakar. Die haben allesamt eine deutlich bessere Performance als der STR. Also warum? In vielen Berichten und auch bei den ganzen Reviews über die WR, die es jetzt gibt, auch im Internet, der Reifen so über den Klee gelobt wird, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Bei meinem Motorrad, der 2019, hatte ich den Reifen ja auch 10.000 Kilometer drauf, habe den runtergefahren und kann mit Sicherheit behaupten, dass dieser Reifen im Vergleich zu anderen Herstellern deutlich abfällt. Wie schon erwähnt, wurde das Fahrwerk der Tenere überarbeitet und besitzt jetzt 230 mm auf der Vorderachse und 220 mm auf der Hinterachse, dementsprechend 20 mm komplett mehr Federweg. Die Bodenfreiheit beträgt 240 mm und wie man jetzt an der Tillegabel vorne auch ganz gut sehen kann,
ist neben den Innereien, die bei der Gabel verändert wurden, natürlich jetzt auch eine verstellbare Vorspannung dazugekommen. Ein großer Vorteil. Viele haben ja auch bemängelt und das auch zu Recht bemängelt, dass die Federrate deutlich zu gering ist bei der Original-Yamaha und haben da gleich härtere Federn reingebaut. Jetzt kann man zumindest über die Vorspannung an der Gabel vorne noch deutlich härter reinbringen. Das veränderte Fahrwerk der WR macht sich natürlich auch im Gelände bemerkbar. Das Fahrwerk ist deutlich straffer, fährt sich deutlich besser, aber es ist trotzdem nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja, man merkt eindeutig, dass das Fahrwerk immer noch schnell an seine Grenzen kommt. Diese kleine Strecke, die wir vorhin gefahren sind, war für das Fahrwerk eigentlich schon zu viel. Es fängt dann an aufzuschwimmen. Natürlich hätte man jetzt an dem Fahrwerk noch einige Sachen verstellen können. Wir haben das aber als Vorführmotorrad bekommen, sind dementsprechend sinnig damit umgegangen und wollten noch nicht alles verstellen. Ja, also man kann natürlich, wenn man das möchte, noch an Druck, Zugstufe, Vorspannung etc. drin rumspielen und könnte sicherlich noch einiges bei rausholen. Als neues Feature hat Yamaha der WR auch Fußrasten verpasst, die dieses Mal etwas breiter ausgefallen sind. Vom Standpunkt her sind die ganz angenehm. Der Grip auf den Gummis ist auch okay, aber wie gesagt, wenn es nass und matschig wird, kommt man mit diesen Fußrasten auch wieder ziemlich schnell an seine Grenzen. Was man natürlich versuchen kann, wäre vorher den Gummi rauszunehmen und diese Zacken leicht anzuschleifen mit der Feile. Das habe ich bei meiner damals auch gemacht, bei der 2019er. Das bringt deutlich mehr Grip, aber wahrscheinlich auch den TÜVer und die Polizei auf die Palme. Ebenfalls verändert ist der Kühlergrill der Yamaha, der jetzt andere Lamellen aufweist und dementsprechend eine bessere Kühlung bewirken soll, was mich persönlich etwas ärgert oder was ich schade finde, dass man dem Motorrad nicht gleich einen gänzlich größeren Kühler oder zumindest einen zweiten Lüfter spendiert hat, weil die Yamaha wirklich sehr schnell heiß wird. Schauen wir mal nach oben, da sieht man auch schon die nächste Neuerung. Jetzt hat die Yamaha LED-Blinker, diese hässlichen komischen Knubbel, die sie vorher hatte, gehören der Vergangenheit an. Trotz alledem sind diese natürlich nicht das Nonplusultra und sehen meiner Meinung nach auch immer noch wie ein Kompromiss aus. Ja, also da könnte man aus dem Zubehör trotzdem noch mal nachlegen, kleinere und hübschere Blinker dem Moped spendieren. Die Frontscheibe wurde um ungefähr 15 mm erhöht und die Seitenverkleidung etwas verbreitert. Dementsprechend gibt es auch einen deutlich besseren Windschutz, der allerdings bei Personen wie in meinem Fall über 1,90 Meter überhaupt nichts ausmachen. Da müsste die Windschutzscheibe schon zu hoch sein und da wären wir schon wieder im Shopperbereich und das wollen wir natürlich alle nicht. Ne? Aber für Fahrer bis zu 1,80 Meter würde ich sagen, hat diese Erhöhung einen deutlichen Vorteil gebracht. Wem das natürlich immer noch zu viel Turbulenzen verursacht und der keine Lust hat auf diese riesen Shopperscheibe, der kauft sich wiederum eine Scheibe aus dem Zubehör, die deutlich kürzer ist und dementsprechend auch die Windkante unter dem Helm hält. Die Sitzbank der WR ist deutlich höher und flacher ausgefallen. Mit einer Sitzhöhe von insgesamt 890 mm, also einem Zentimeter mehr als der Version von 2019. Vom Komfort muss man sagen, dass die Sitzbank deutlich komfortabler geworden ist im Vergleich zur 2019er Sitzbank. Man hat jetzt diese große Sitzmulde nicht mehr, man kann vernünftig von vorn nach hinten rutschen. Das Ganze ist auch anscheinend vom Schaum her etwas überarbeitet worden. Also ich habe jetzt auf der Strecke, die wir gefahren sind, überhaupt keine Probleme gehabt. Bei meinem Motorrad allerdings habe ich die Rallye-Sitzbank verarbeitet, beziehungsweise die große Sitzbank mit 5 cm mehr. Die ist sowieso schon höher und die hat diese Kuhle auch nicht. Und von daher ist es für mich kein großer Unterschied. Aber wenn jemand jetzt umsteigen würde von der 2019 oder von der normalen Tenere auf die WR-Version, ist diese Sitzbank ein deutlicher Zugewinn. Laut Yamaha wurde der WR auch ein neuer Ansaugschnorchel verpasst. Ich persönlich sehe jetzt keinen Unterschied zum Original. Aber vielleicht meinen die ja damit auch direkt im Luftfilterkasten, wie die Luftführung gestaltet wurde. Ansonsten sieht man jetzt hier auch ganz schön die zwei separaten Tankhälften, die wahrscheinlich auch separat entfernt werden können. Okay, dann starten wir jetzt mal das Mäusekino, genannt TFT-Display mit mobiler Konnektivität. Da gibt es drei verschiedene Modi, die man einstellen kann. Einmal den Explorer-Modus, den haben wir jetzt gerade. Dann gibt es noch den Street-Modus oder den Raid-Modus, wo man dann Roadbooks hinterlegt hat. Das Ganze wird jetzt gesteuert über ein kleines Handrad hier an der Seite. Dieses Handrad muss gedrückt werden. Dann kommt man in die Einstellmöglichkeiten und kann dann über dieses Rädchen, indem man das hoch und runter dreht, dementsprechend reinzoomen, bis man in dem Fall jetzt das ABS-Symbol erreicht hat. Dann das Ganze auswählen mit über... Na, genau, das ist mir beim Einstellen auch schon mehrfach passiert, dass ich halt statt gedrückt leicht gedreht habe. Das ist auf jeden Fall keine schöne Sache bei dem Motorrad. Also nochmal, einmal zurück,
und ich versuche mal zu drehen mit ganz viel Feingefühl im Daumen, gehe auf ABS, klicke, ja, jetzt hat es funktioniert und habe dann diese drei Einstellmöglichkeiten beim ABS, einmal das ABS an, dann nur das ABS auf der Vorderachse an, also hinten aus, beziehungsweise komplett aus. Ja, jetzt ist er wieder zurückgesprungen. So, nächster Versuch. Ah! So, also ABS aus, einmal anwählen, dann wird das Ganze grau, dann drückt man etwas länger drauf und jetzt ist es ausgewählt, das sieht man hier oben links, ABS off. Wenn man fährt, kann man das Ganze nicht machen, man muss also stehen. Was man aber machen kann ist, wenn man das ABS ausgeschaltet hat und man möchte es wieder einstellen, bei der Fahrt muss man einfach nur auf diesen kleinen Knopf hier links neben den Display drücken, da steht auch ABS on drauf, einmal drauf drücken, zack, und dann sieht man wieder hier auf dem Display, dass das ABS angeschaltet ist. Na, jetzt haut es wieder nicht hin. Also ich bin echt der Meinung, bei dem Schalter hat sich Yamaha keinen Gefallen getan. Das Ganze ist wirklich schwergängig und schwer zu bedienen. Ich persönlich hätte auch das Ganze so eingestellt, dass man sofort in den ABS-Modus reinkommt und das auswählen kann. Also für mich als Geländefahrer ist das dann schon wichtig, weil jedes Mal, wenn das Motorrad aus war, gut, ich könnte jetzt natürlich das Motorrad abwürgen, ja. Das ist aber, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders, sodass das ABS ausbleibt. Das ist ein kleiner Trick, aber schön ist was anderes. So, jetzt also die Frage der Fragen. Lohnt es sich, die WR zu kaufen oder sollte man, oder andersrum, lohnt es sich, die WR zu kaufen für mich oder sollte ich bei meiner Yamaha von 2019 bleiben, die jetzt auch schon 50.000 Kilometer auf der Uhr hat? Ich persönlich bleibe aktuell noch bei meinem Modell. Das liegt aber primär daran, dass mein Modell auf meine Belange schon komplett umgebaut ist, mit einem Rallye-Fahrwerk, mit einem Haufen Schnickschnack, was an meinem Motorrad so wirklich jetzt meine Bedürfnisse 100% befriedigt. Für jeden, der noch keine Tenere hat, jein. Braucht man die Kapazität im Tank? Braucht man nicht. Es ist schön, die zu haben? Definitiv. Braucht man die ganzen Spielereien im Display? Nein, braucht man nicht. Das war ja eigentlich das ursprüngliche Anliegen von Yamaha, das Motorrad so einfach wie möglich zu halten. Durch die ganzen Beschwerden, die jetzt auf Yamaha zugekommen sind, beziehungsweise Bitten um die Anpassung auf Niveau von KTM oder von Honda Africa Twin, wurde darauf reagiert und in meinen Augen so ein Kompromiss geschaffen. Also es ist nichts Ganzes und nichts Volles. Nee, wie sagt man so schön? Weder Fisch noch Fahrer. Es ist weder Fisch noch Grete. Oder weder Fisch noch Fleisch. Ach Mensch, lustig. Also ich bleibe bei meinem Motorrad aktuell, behalte die eher am Hinterkopf und vielleicht wird es die ja dann in ein paar Jahren werden. Ja. Genau, jetzt schwenk mal rüber, da ist das Konkurrenzmodell. Der Frank mit seiner Super Adventurer mit am Start heute. Und wie ihr sehen könnt, ist es immer noch eine KTM. Kannst du machen, was du möchtest. Danke nochmal, Steffen, dass du mir die WR ausgeliehen hast. Und ja, wer Lust hat, eine WR-Probe zu fahren oder eine WR zu kaufen, kommt einfach nach Falkensee in die Motorradschmiede und lässt sich beraten vom Steffen. Ganz genau. So machen wir das. Bis dann.